spannendes Thema, Glanz im Haar. Was ist Glanz eigentlich? Glanz ist was Physikalisches. Nicht eigentlich, Glanz ist was Physikalisches. Und Glanz entsteht, wenn Licht auf eine geschlossene Fläche aufkommt. Also glänzen eure Haare nur dann, wenn eure Schuppenschicht super schön anliegt und im Prinzip das Licht reflektiert wird. Und hier sind meine 10 Tipps für Glanz im Haar, wie ihr das am optimalsten herstellen könnt. Tipp 1. Wichtig, esst viel Eiweiß und Antioxidantien. Ernährung ist ja sowieso immer ein super wichtiges Thema, ja, und die sollte auf jeden Fall gesund sein. Esst genügend Eiweiß. Eiweiß wird für über 260 Vorgänge im Körper benötigt, wird aber auch dazu benötigt, um diesen Stoff in Keratin umzuwandeln. Aus was besteht euer Haar? Aus Keratin. Und warum sollt ihr genügend Antioxidantien essen? Auch das ist super wichtig, um freie Radikale im Prinzip aus eurem Körper, in eurem Körper einzufangen und die zu binden und die dann im Prinzip zu entsorgen, weil die machen einiges in unserem Körper kaputt, nicht nur die Haare. Ja, zweiter Tipp, Glanz, verwendet bitte immer das zu eurem Typ passende Shampoo. Am optimalsten natürlich Shampoo, was sich sehr schön mit Pflegestoffen schon um eure Cuticula, also sprich um die Schuppenschicht legt und dort schon ja, ein Stück weit auffüllt bzw. euer Haar eher mild reinigt. Weil wenn ihr natürlich zu viel Stoffe um euer Haar liegen habt, wird das Licht gebrochen und man hat den Nachteil, der Glanz geht weg. Was macht ein Shampoo, was zu intensiv ist? Das entzieht eurem Haar Feuchtigkeit, das Haar wird spröde, die Schuppenschicht steht ab, der Glanz ist weg. Tipp Nummer 3. Gönnt eurem Haar eine extra Portion Pflege. Was heißt eine extra Portion Pflege? Meistens arbeiten wir ja im Allgemeinen nur mit ja, Shampoo, für die es schon richtig gut machen, Conditioner. Aber für die es optimal machen, ist natürlich auch das eine oder andere Mal eine Haarkur oder ein Haartreatment erforderlich. Und das sollte man seinem Haar alle 2 bis 4 Wochen gönnen. Probiert gerne mal hier unser Kaimana Liquid Hair Treatment aus. Das Ganze ist flüssig, besteht wirklich aus Keratin-Bausteinen, die eure äußere Schicht des Haares wieder auffüllen, eine schöne glatte Oberfläche erzielen und so optimal glänzen. Und hier ist noch der Vorteil, bei sehr feinem Haar ist natürlich immer der Nachteil, wenn ihr eine Haarkur oder ein Haartreatment verwendet, ist das Haar oft die ersten 2-3 Wochen sehr, sehr schwer und verliert an Volumen. Genau das passiert mit unserem Kaimana Liquid Hair Treatment nicht. Probiert es einfach mal aus, ich bin auf euer Feedback gespannt. Tipp Nummer 4. Verwendet, um eure Haare zu kämmen, optimalerweise die richtige Haarbürste bzw. den richtigen Kamm. Warum ist das wichtig? Wenn das Ganze eher von seiner Hochwertigkeit nicht optimal ist, ist oft Grat und ja, unebene Stellen an Bürste oder Kamm. Und da passiert eins, ihr reißt sozusagen beim Kämmen eurer Haare einfach die Schuppenschicht oder die einzelnen Schuppen aus der Schuppenschicht heraus. Diese Löcher reflektieren natürlich nicht das Licht, sondern schlucken, also verliert ihr Glanz. Zusätzlich wird euer Haar natürlich noch instabil gemacht und kann demzufolge schneller brechen, beziehungsweise man sieht es dann manchmal, wenn so einzelne Haare herausstehen. Also da optimalerweise immer schauen, was für eine Bürste oder für einen Kamm ihr verwendet. Ich weiß, dass ganz viele schon unsere Kaimana-Bürste benutzen. Die ist auf jeden Fall super. Gibt aber auch noch andere Alternativen. Zum Beispiel beim Thema Haarverlängerung ist die Kaimana-Bürste auch super. Allerdings würde die sich in den Ansätzen zum Beispiel verhängen. Dort bin ich eher so, dass ich sage, Great Lengths hat ein bisschen weichere Bürsten, hat nicht ganz so den Auskämmeffekt. Aber lässt sich natürlich super benutzen, um über die Bondings zu streichen. Und es gibt noch einen weiteren Tipp fürs Bürsten. Tipp Nummer 5. Das Haar, ja, wenn es geht, nicht so oft bürsten. Also das heißt, beziehungsweise kämmen. Das heißt, ich persönlich bin eher ein Fan davon zu sagen, habe ich ein normales Haar, mache ich das Ganze. Wenn die Haare gewaschen werden, werden die leicht ausgedrückt. Danach kommt für mich immer Leave-In ins Haar, optimalerweise unser Kaimana Leave-In, nur in Längen und Spitzen. Dann wird der kurz ein bisschen eingedrückt mit den Fingern und dann wird das Haar gebürstet. Finale. Ja, ihr müsst euch immer dessen bewusst sein,
Je mehr ihr euer Haar mechanisch beansprucht. Mechanisch beansprucht heißt föhnen, Bürste verwenden, kämmen, zusammen machen. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise an eurem Haar, sagen wir mal, rumrüttelt, ja, tut natürlich über viele, viele Male der Anwendung immer eure Schuppenschicht in irgendeiner Art und Weise beanspruchen bzw. verletzen. Wird diese verletzt, verliert ihr nicht nur das Volumen, ihr verliert auch den Glanz. Ja, und zu dem Thema passt auch Tipp Nummer 6. Vermeidet Spliss und vermeidet, dass eure Haare in sich aufreißen. Wie geht das? Ganz klar, kein Produkt dieser Welt wird Spliss, der schon da ist, auf irgendeine Art und Weise kitten, sondern maximal nur überdecken. Also geht regelmäßig zum Friseur. Regelmäßig heißt für mich, zum Beispiel bei langen Haaren, die natürlich dementsprechend mehr splissanfällig sind als eine Kurzhaarfrisur, die sowieso mehr geschnitten wird. Aber da sollte auch schon alle 4 bis 6 Monate definitiv ein pflegender Haarschnitt erfolgen und auch mal gecheckt werden, in welchem Pflegezustand insgesamt sich das Haar befindet und was dort noch für Bedürfnisse entstehen. Tipp Nummer 7, Stylinggeräte. Auch die sind natürlich in jeglicher Art und Weise eine mechanische oder thermische Beanspruchung für eure Haare. Und auch die können im Extremfall glanzlos machen oder Glanz verhindern. Ja, also da ist für mich immer der Tipp als allererstes mal, habt eine gewisse Styling-Tool-Hygiene. Sprich, wer ein Glätteisen verwendet, wer ein Lockeneisen verwendet oder auch diverse Geräte wie Babybliss Lockenstab bzw. Dyson, schaut immer, dass all diese Geräte rückstandsfrei sind von Produkten. Sprich, klar, man hat natürlich immer irgendwelche Produktreste, aber die müssen auch irgendwann mal gesäubert werden. Genauso wie in einer Bürste Haare von mehreren Monaten nichts zu suchen haben. Also schaut da, dass das Ganze clean ist. Warum? Weil auch das gibt wieder Unebenheiten. Ja, und auf die Dauer wird es halt so sein, dass auch hier die Schuppenschicht des Haares verletzt wird. Anderer Punkt, wenn ihr diese Produkte einsetzt, bitte immer mit Hitzeschutz. Gern hier Styling- und Volumenspray von Kaimana bzw. Leave-In. Im Leave-In habt ihr direkt Hitzeschutz mit dabei, braucht also kein extra Produkt. Ja, weil thermisch beanspruchtes Haar natürlich auch da insgesamt unstabiler wird, eventuell auch Spannung verliert und natürlich durch das Verletzen der Schuppenschicht über die Wärme natürlich auch da wieder Glanzverlust entsteht. Also passt da auf, verwendet Hitzeschutz und ja, vielleicht sollte man sich das ein oder andere Mal auch überlegen, ob das Styling jetzt so notwendig ist oder ob es auch mal ein einfaches, kurzes Styling tut oder eventuell auch Luft trocknen. Regel Nummer 8 oder Tipp Nummer 8 passt auch super zu dem Thema. Wie föhne ich denn richtig? Ich föhne immer mit der Schuppenschicht. Also sprich, die Föhnluft sollte, wenn ihr das Haar nehmt, immer vom Ansatz zur Spitze gehen. Warum? Ist klar, weil die Schuppenschicht nach unten anliegt. Wenn ihr dagegen föhnt, wenn ihr das Ganze dagegen haltet, tut ihr quasi die warme Luft unter die Schuppen pusten und somit kann es auch da sein, dass die Schuppenschicht verletzt wird. Also passt da natürlich auf und ihr könnt, wenn ihr es richtig macht, natürlich super schön die Schuppenschicht schließen, das Haar schön glatt aussehen lassen und gibt mit dem richtigen Produkt ein richtig schönes, am Ende glänzendes und tolles Ergebnis. Ja, und einen Naturtipp habe ich natürlich auch mit dabei. Ihr wisst ja, dass ich auch sehr gerne in die natürliche Richtung argumentiere. Für alle die, die eventuell ja keine Pflege oder keine normale herkömmliche Pflege verwenden wollen, sondern natürlich arbeiten wollen oder für alle die einfach mal nicht das richtige Produkt zu Hause haben oder vergessen haben, sich eins zu kaufen, dann könnt ihr auch gerne mal Apfelessig anwenden. Apfelessig nach dem Shampoonieren, mildes Shampoo nehmen, danach Apfelessig über das Haar spülen, 1 bis 3 Minuten einwirken lassen und danach ganz kurz klar, am besten mit kaltem Wasser ausspülen, ist perfekt. Warum Apfelessig? Weil Apfelessig den idealen pH-Wert hat, um das Haar bei 5,4 einzustellen. 5,4 ist der Neutralpunkt des Haares. Da ist das Haar wirklich so, dass die Schuppenschicht, wenn sie nicht verletzt ist, optimal anliegt. Kleiner Naturtipp, denke, braucht es auch immer mal. Thema Haare waschen ist natürlich auch extrem wichtig. Da ist mein Tipp, bitte macht das nicht zu oft. Ich weiß, der eine oder andere Kollege von mir empfiehlt, alle ein bis zwei Tage Haare zu waschen. Das ist nicht unbedingt meine Meinung. Ich persönlich denke, 2-mal die Woche
ist für mich absolut optimal. Wer es nicht aushält, vielleicht dreimal die Woche. Aber probiert es einfach mal, das ein bisschen länger hinzuhalten, weil ihr entzieht so natürlich immer dem Haar Feuchtigkeit bzw. natürliche Talg- und Fettrückstände auf der Kopfhaut und somit verliert das Haar natürlich an Geschmeidigkeit, wird ausgetrocknet und ja, hat nicht nur Glanzverlust, sondern auch ist so wieder extrem volumenanfällig und ja, auch splissanfällig, weil das Haar natürlich dementsprechend schnell brechen kann, wenn es spröde ist. Hier nochmal als Tipp: Verwendet hier gerne den Conditioner für Haare, die sehr, sehr trocken, sehr, sehr spröde sind. Nicht erst nach dem Shampoonieren, sondern benutzt das schon vor dem Shampoonieren. Probiert es einfach mal aus, das vorher ins Haar zu machen, weil wenn das Haar noch zu ist, noch geschlossen ist, ist es natürlich optimaler, die Pflege dort anzusetzen. Am Ende nur ganz kurz, ganz sanft waschen mit einem sehr, sehr milden Shampoo. Und auch hier wieder mein Tipp: Verwendet kühles Wasser. Das ist optimal, um wirklich Glanz herzustellen und auch dem ein oder anderen Haar, um ein bisschen mehr Volumen zu geben. Und es hilft sogar, wer ein sehr, sehr fettiges Haar hat, was schnell nachfettet, dass das ein bisschen eingeschränkt wird, weil mit dem kühleren Wasser natürlich die Wirkung der Talgdrüsen ein bisschen zurückbleibt auf der Kopfhaut. Und wer das noch unterstützen will, wascht euer Haar gern morgens, weil da ist die Aktivität der Talgdrüsen am wenigsten. Ja, ich hoffe, das waren ein paar Tipps zum Thema Glanz. Ich würde es cool finden, wenn ihr mir Feedback gebt, wie es euch gefallen hat, ob das auch Videos sind, die ihr gerne anschaut, beziehungsweise was ihr für Themen auch habt, um da irgendwie nochmal oder Informationen zu generieren von uns, ja, dass wir recherchieren, was gibt es zu dem Thema Wichtiges zu sagen. Und ja, mir hat es Spaß gemacht, auch das sind coole Videos, ja, und ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.